Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Moin und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Crusader Kings 3 mit mir, dem Tante Gün, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Luxemburg und ich bin natürlich nicht alleine da, der Mr. Merp, der Sneaky Deaky Angreifer ist auch da, ich grüße dich. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die Sache ist die, ne? Also irgendeiner muss ja versuchen, hier irgendwie Punkte aufzubauen. Und das Einzige, was da ja gerade eben möglich ist, ist, dass man hier mal irgendwo mal Nägel mit Köpfen macht, wo alle anderen irgendwie es nicht rallen, um es mal so zu sagen. Ich werde jetzt übrigens versuchen, ich werde versuchen, jetzt hier Ägypten zu belagern. Das müsste dir zum Beispiel auch noch Zeit verschaffen. Also jedes bisschen hilft. Also ich brauche noch für die Hauptstadt von ihrem Obermacker 4 Monate. Ja, okay. Also ich glaube, das schaffen wir schon. Das Problem ist, dass wir jetzt schon wieder so viele Schlachten verloren haben. Wir haben jetzt allein durch Schlachten -82%, Mann. Guck mal, es ist halt genau das eingetroffen, was ich gesagt habe. Guck mal, da sind keine westlichen Ritter mehr jetzt bei Tunis, die irgendwie noch operativ was tun könnten. Naja, im Zweifelsfall bekomme ich einfach nur Geld. Wenn ich das hier gleich durch habe. Das kannst du halt auch ab einem gewissen Punkt halt auch einfach nicht mehr ausgleichen, diese 82%, weißt du? Die haben halt alles gestackwiped, was hier los ist. Wir haben jetzt, angeblich haben wir noch 37.000 Mann. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo die sein sollen. Diese 37.000 Mann sind halt einfach nur ein Rätsel. Du kommst gerade eben auch an, oder? Ja, in Ägypten, ich sehe es gerade. Weniger als einen Monat, dann fällt ihre Hauptstadt. Dann fällt Al-Kariatain oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Mach bitte den Typen da rein, dann geht das mit der Belagerung etwas schneller. Okay, ich habe niemand Wichtigen da festnehmen können. Toll. Ist doch eine tolle Nachricht, dass hier alles nicht funktioniert, wie ich mir das wünsche. Na gut, man könnte tatsächlich hier noch das Tuluniten-Sultanat in Kairo noch belagern, genau. Da, ja. Wobei, der ist schon eingesperrt, der Herrscher von denen, ich weiß noch nicht bei wem. Und da kommen jetzt die anderen Jungs, ne? Die schippern jetzt alle zu uns rüber. Ja, also ich gucke halt, dass ich halt mitnehme, was ich mitnehmen kann, ne? Und im Zweifelsfall renne ich mit meinen Truppen halt einfach nach Byzanz. Ja, ich höre auf, das bringt hier nichts. Das kannst du vergessen. Also ich lasse die jetzt auch alle frei, ne? Ich bekomme Geld für jeden einzelnen von diesen Pennern. Ja, hol dir die Kohle und das bringt alles nichts. Also, das ist alles Kokolores. Oh, cool, der Typ wurde von den Blattern geheilt, nice. Der darf sich aber nur nicht dann hinstellen und irgendwie behaupten, er sei immun oder sowas. Dann müssen wir das nämlich hier auf Raffinerie von Antwerpen an König Buffo von Burgund übertragen. Nee, kann ich nicht machen, weil der sitzt bei mir noch im Knast. Den kann ich übertragen. Komm, ich gebe dir noch ein paar Vasallen. Vasallen, ja. Ja, vergrößere ruhig meine Probleme. Gib dir die Zwergin. Die ist wenigstens ein guter Ratsmarschall. Oder geh hier hin. Moment. Kommen da gerade Truppen? Wie viele gibst du mir denn, um Gottes Willen? Ich geb dir die alle.
Ich sehe schon, das sind eine Menge. Oh shit. Alter, der hat bisher alle seine Söhne außer dem Erben überlebt. Der Dude. Yeah, der nächste Gegner macht mit. Ich meine, guck mal, ich habe da drüben jetzt schon mal so ein bisschen was belagert, aber was nützt das schon, ne? Wir sind halt immer noch bei minus 13%. Geht halt nix. Und jetzt entstehen hier auch so langsam aber sicher feindliche Subarmeen. Und die könnten sich jetzt zusammenrotten und um mir hier noch Probleme bereiten. Also wie du siehst, wir werden da ganz schön zusammenarbeiten müssen. Und ich werde dafür wahrscheinlich am besten auch ein eigenes Kaiserreich aufbauen müssen. Also wenn du mich rauslässt demnächst, dann gründe ich mein eigenes Kaiserreich, Franzien oder so. Und du kannst dir Italien und Deutschland holen. Also Italien hast du ja schon, aber weißt du, dass wir uns das so ein bisschen aufteilen, so eine Stoßrichtung. Weil als König bin ich halt limitiert, sagen wir es mal so. Wir können Kriege erklären. Hey, ich hab's wieder auf 1% gebracht. Ja, das wäre okay. Das bringt jetzt nichts. Da müssen wir immer gucken. Wow, ich könnte Königin Clementia von Bayern zur Vasallin zwingen. Das Problem ist, es kostet 10.500 Prestige. Ist eine Investition, sagen wir es mal so. Ja, das machen wir. Also, ich weiß noch nicht, warum das so viel kostet, aber... Ich glaube, dieser Kreuzzug geht noch eine Weile. Ist nur so ein leises Gefühl, du. Mein nächster Sohn ist tot. Endlich hat die ein Kind, um Gottes Willen, ey. Und was ist mit der? Oh, die ist so durchaus brauchbar. Was ich jetzt gerade nicht verstehe, ist, warum der dich jetzt wieder komplett in Ruhe lässt. Also ich beschwere mich nicht. Nee, beschwer dich nicht, aber das ist schon merkwürdig. Als ich da unten bin, hat er sofort alles mobilisiert, was er hatte. Wahrscheinlich, weil du einfach noch so dieses kleine Quäntchen zu nah dran warst, nehme ich mal an.
Oder weil er sich halt denkt, er geht auf den stärksten menschlichen Spieler zuerst? Ich weiß es nicht. Der stärkste bist nicht du. Von uns beiden. Nee, ich bin einfach nur zu weit weg. Ich meine jetzt vom Rang her, weißt du? Das also, kann sein, aber ich glaube eher nicht. Nee, ich denke, ich habe festgestellt, so nach meiner Beobachtung, es ist eine reine Reichweitenfrage. In der Regel. Also es geht einfach immer nur darum, wer ist der Nächste dran? Also wen könnt ihr erreichen und noch eingreifen? Das ist so eine ganz, ganz komische Berechnung, die ich aber nachvollziehen kann. Aber guck mal, ich belagere hier halt einfach gerade eben alles zusammen und wir sind halt immer noch völlig... Also völlig ausgeschlossen, dass da irgendwie für uns ein Sieg in Sichtweite wäre. Ich veranstalte mal ein Fest mal. Wer kommt denn zu diesem Fest mal? Ist ja nicht unwichtig. Ah, die wichtigsten Leute sind alle da. Noch lebst du ja, ich bin begeistert. Ab jetzt geht es mir übrigens auch offiziell schlecht. Man hört's, du hustest schon. Ja, ja, das. Mein Ende ist nah und so. Hoffentlich nicht. Oh, ich hätte halt gern mal so dieses Event, Schenkelklopfende Unterhaltung und so. Was? Die will mich verführen? Ja. Warum? Ne. Das ist diese Schuppige, weißt du? Die schuppige Bürgermeisterin, die mich neulich mal erpresst hat und jetzt ist sie der Meinung, sie liebt mich. Okay. Der Heinrich der Zweite, ist es dein Sohn? Ja. Der ist mein Vasall jetzt, dank dir. Und in der, der ist momentan dein Vasall, genau. Und jetzt auch, mit Ratsposten gesegnet. Ah ja, er ist ein ganz, ganz brauchbarer Diplomat momentan. Brauchbar? Also eigentlich ist er sogar sehr gut. Na ja, gut, im Vergleich zu seinem Dad mit 45 Punkten Diplomatie, ne? Aber ja, aber man darf nicht vergessen, dass man Diplomatie ähnlich wie Bildung halt krass boosten kann, ne? So ist es. Ja, wir müssen das... Okay, pass auf, Leute. Ja, wir sparen jetzt noch ein bisschen Kohle und dann, wenn unser Kriegsvolk aufgefüllt ist, dann hauen wir dem nochmal auf die Mütze. Also ich sag's mal so, dieser Krieg hat mich reich gemacht. Na, so gehört sich das doch. Oder man könnte sagen, reicher als ich ohnehin schon war. Ich habe bald 7000 Dukaten einfach so rumliegen. Ich arbeite einfach daran, dass dieser Krieg nicht so schnell endet. Ich bin der Kriegsgewinner schlechthin hier gerade eben. Oh, jetzt kommen 8000 Spaßkameraden. Ich bin immer weg. Jetzt sind sie mit 14.000 Mann hier gelandet. Habe nicht vor, noch hier zu sein, wenn sie aufschlagen. Dann geht meine Flucht jetzt durch Byzanz. Thank you.
Boah, aber krass, bei euch sind ja auch noch so viele. Warum schlagt ihr diese Armeen nicht einfach mal von denen? Weißt du, das könnte hier gewonnen werden. Er hat auf jeden Fall eine Affäre. Mein Vibe hat auf jeden Fall eine Affäre. Weil das ist doch... Guck mal, der hat jetzt Zart als Malus gekriegt. Das kann kein... Doch, ganz selten kann sowas zufällig vorkommen. Aber, du hast recht, deine Paranoia ist nicht unbegründet, sagen wir es mal so. Ja, ne? Ich frage mich, ob die mich gerade verfolgen oder nicht. Ich habe auf jeden Fall 10.000 Mann abgelenkt, aber... Ich weiß gerade eben nicht, wo die hin sind. Hä, jetzt gehen die alle aufs Meer? Guck mal, auf einmal reagieren die alle gleichzeitig, die Kreuzritter in Tunis, und gehen aufs Meer. Frag mich bitte nicht, warum die das tun. Aber warte mal, wenn der doch den Kaisertitel erbt, ne? Ich hab ja nur... Also er wird ja dann auf jeden Fall der Kaiser sein. Du hättest dann einen Anspruch... Ah, du hättest einen Anspruch auf das Kaiserreich Germanien, ne? Das ist es wahrscheinlich eher, aber das würde ja nicht geschaffen werden. Du würdest hier Königreich Blabla werden und du würdest das... Grund der Bundteilung... Ja, das müssen wir mal gucken, ne? Das ist doof, ich kann mir keine weiter... Ah, du machst 30 Euro im Monat, das ist ganz gut, ne? Mit 6.900 Euro. Ja, aber du, zugegebenermaßen ist das... Wer erbt denn bei dir? Dein Haupterbe ist die Gräfin Esclaremonda von Wittberg. Ja, das ist meine Enkelin. Ah. Die hat halt leider... Ich habe über die überhaupt keine Kontrolle, weil die halt eine eigene Gräfin ist. Und sie ist sehr schlau. Ja, ich weiß. Wollte ich nur so bemerkt haben, ne? Also. Mir wäre es lieber, wenn ihre Schwester, die Gräfin Marquisa von Lucca, tatsächlich diejenige wäre, die erben würde. Okay, pass auf, ich übertrage dir jetzt mal den Henri von Italien. Oh Gott, ich bekomme immer mehr hier, oder wie? So, und jetzt müssen wir mal hier gucken. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr verhandeln, ne? Das ist echt doof. So, ich könnte ihm jetzt noch einen Titel an meinem Hofe vergeben, ne? Wenn wir mal sagen, wir schaffen noch einen Titel, ne? So, machen wir mal das Herzogtum Elsass. Ja, schaff das mal. Ja. So, da hier, bei dem Typen sagst du jetzt bitte hier Titel vergeben. So, jetzt gibst du dir mal das Herzogtum Elsass, ne? Genau, okay. So, aha. Und jetzt... Nee. Aha, okay. Na gut. Was will ich denn als nächstes hier lernen? Ich glaube, ich gehe dann hier auf... Na, ich würde schon gerne auf Fortschritt, Kulturinteresse gehen, aber mir fehlt halt noch eine einzige, um hier das Sagen zu haben. Eine Kultur, dann kann ich theoretisch das hier übernehmen.
Ich will halt selber bestimmen können, was hier erforscht wird, weißt du? Also ich mache jetzt auch mehr Geld genommen. Jetzt bin ich wieder bei 46. Ich habe meine Truppen gerade aufgelöst. Okay, jetzt verstehe ich das. Okay, das war irgendein Event vorhin und ich habe das überlesen. Okay, sorry. Ja, jetzt machst du wieder 46, sehr schön. Boah, ey, da geht's halt echt ab gerade eben hier auf. Palermo. Oh mein Gott, Mas Messina. Ich sag's bloß, Ameisenhaufen. Aus der Hölle. Gibt ihr das mal? Komm, wir schaffen die jetzt alle. Das ist jetzt so. Es ist ja so wurscht irgendwo, ne? Sollen wir das noch dem Henri geben? Okay, cool. Mein Vibe ist jetzt meine Freundin. Also hat sie sich gefriendzoned. Ja, Jetzt genau. darf sie Kannst du ihn bitte offiziell geben? fremdgehen, ne? Ihr seid ja nur noch Freunde. Tja, jetzt habe ich hier noch jede Menge Höflinge von den Muslimen da. Was mache ich mit denen? Kann ich Schrecken aufbauen? Ich glaube, ich bin einfach dabei, jetzt ein paar von denen hinzurichten. Der hat aber eine geile Bildung. Rekrutieren, Bekehrung verlangen. So, den mache ich jetzt hier zu einem guten Christenmenschen. Spiel überlegt aber lange. Alter, du bist einfach zu gut, ey. Du bist zu gut, Merv. Wieso? Ich kriege gerade ein Event, zusätzliche Steuern. Die ausgezeichnete Verwaltung eures Ratsverwalters hat euch 930 eingebracht. Ja. Ist doch geil, Das ist so oder? bitter, das ist so bitter. Boah, ja, bitte kerkere sie ein. Niemand interessiert sich für die Troller. Das kann halt passieren, wenn halt ein Charakter halt verdammt hohe Werte hat, ne? Jetzt muss ich mal gucken. Was ist eigentlich jetzt hier mein Reich? Ah, ich sehe es. Also mein Reich ist schon echt gewaltig groß. Sardinia ist halt interessanterweise nicht meins. Könnte dem so ein Herkules-Vibe geben. Ich könnte den mit der Alice von Wolfenstein, aber das bringt ja nichts. Guck mal, Bertha von Thüringen. Wollen wir den mit der Bertha verheiraten? Ja, machen wir mit der Bertha, komm. Bertha Strong. Bertha Strong. Sollen wir nochmal ein richtig schönes Festmahl machen? Mach mal. Komm, einmal hier Festmahl veranstalten. Willkommen, Freunde. Willkommen, willkommen, willkommen. Ach, übrigens, das Fränkische Reich wurde geteilt. Verflucht sei das Chaos, wie viele 150 Punkte Prestige. Das ist schon länger tatsächlich. Ja, es fällt mir Aquitanien gibt gerade es schon auf. länger. Ich würde ja auch gerne irgendwann mal diese ganze Situation. Warte mal. Okay, Moment mal. Wir haben. Oh, okay. Ach, ja, okay. Der König von Bayern. Ach ja, Geilo. Aha, ja, cool. Cool. Eine neue Allianz wurde gebildet. Eieiei. Und da ist es vorbei mit dem Kreuzzug. Der Sankt Schorsch hat uns verlassen. Der Tja, heilige Schorsch hat uns verlassen. da hilft auch kein Erdbeerschorsch, ne? Da hilft keiner.
Aber ich habe immerhin 7200 Gold. Jetzt muss ich nur irgendwann mal irgendetwas kriegen, damit ich damit was anfangen kann. Ich hab den jetzt hier direkt einfach mal. Lol. So, ein Bildungsvorzug. Ich habe einen Grafen dazu überredet, Dingens zu werden, genau. Wie heißt's? Ich werde binnen eines Jahres sterben. Oh nein. And so it happens. Tja, das wird wahrscheinlich noch in dieser Folge passieren, Leute. Fang mal an, deine eigene Beerdigung zu planen. Could be a useful one. Bastardgründer, wie witzig. Ich habe ihn halt direkt schon mal. Oh, das war schon gemein. Ich gebe es zu. Ich bin am Überlegen, wie ich jetzt halt hier noch an Ländereien komme. König Louis II. Von Frankreich. Alles nicht hilfreich, ich sag's dir. Aber das da hätte ich ganz, ganz gerne, ehrlich gesagt. Ich setz da mal jemanden drauf an. Wie lange brauchen denn diese ganzen Forschungen noch? Noch sehr lange. 17 Jahre hier, 12 Jahre da. Hey, der. Hey, da forscht halt einer, der hat halt Wissen 9. Der Herzog Raimond II. Von Toulouse. Da steckt das Wort Luz schon im Namen. Quasi eine Beschreibung seiner Aufgabe. Kann mal gucken. Oh, das ist mal ein guter Ritter. Den tue ich mal hier direkt mal ran rekrutieren. Der ist mir zu alt. Der hier wird direkt mal verheiratet mit dieser 19-Jährigen. Der freut sich sicherlich. Oh Gott! Nee, nicht mit der. Das kommt bestimmt also, nicht gut. Was mache ich jetzt noch mit Prinz Henri? Was ist mit dem? Ja, er ist ja momentan noch mein Gefangener, aber ich glaube, es ist eh hinfällig. Ne? Ich meine, es reicht, wenn wir den Kaisertitel. Komm, wir holen uns den 100er, wir machen den pleite und dann ist okay. Geht's der eigentlich? So, okay, dann sollten wir mal gucken. Heirat arrangieren. What? Warte mal. Agnes Wolfenstein, wer will die heiraten? Abdul Hamid? Nö, ablehnen. Alter, das ist so ein Nichtskönner. Hä? Aber. Ich hab da bloß einen Ritter dahin geschickt, Mann. Das war mein Ritter. Ach so, okay. Okay, meine Frau ist gerade gestorben. Toll. Nicht. Oh mein Gott. Heiraten wir sie mit dem König von der Walachei. Warum nicht? Der Moment, wo ich tatsächlich versuche, nochmal verliebt zu werden.
Vielleicht gibt's noch mal ein gutes Kind oder so aus dieser Liaison. Das wäre ja nicht schlecht. Ich wäre ja glatt dazu bereit, die Erbsituation auf den Kopf zu drehen, mit nochmal einem eigenen Kind. Mit dieser 40-Jährigen, die ein Genie und wunderschön ist. Guck dir mal das Paar an, von mir und ihr. Das ist schon. Da kann man wirklich sagen, Gegensätze ziehen sich an. Okay. Jetzt beeil dich mal, Spiel. Ich muss meine Frau bezirzen. Das kann doch nicht 21 Monate dauern. Das ist der Sohn von dem Typen, ne? Ja, der ist so sauer, weil ich seinen Vater umgebracht habe, ne? Die sind auch Verstehe so ich überhaupt kleinlich, nicht. ne? Ja, aber so nachtragend, ne? Ich habe Also, meine das eigene Tochter verzeihe ich umgebracht ihm und nie. jammer nicht rum. Und es war nicht mal Absicht. Aber Leute, wir haben die halbe Stunde echt voll, ne? Ja. Also von daher sehen wir uns im nächsten Teil wieder und dann gibt es einen Erbfolgekrieg. Oh. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ne? Tschüssi. Pax vobiscum, Valete und Eddie.